Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 2 Remastered. Wir haben ein neues Level vor uns. Es lautet Die Quartiere. Also der Name des Levels lautet so. Und ich finde es immer ein bisschen irreführend. Es klingt, die Quartiere, klingt ein bisschen so, als wären Mannschaftsquartiere gemeint. Man könnte es auch so interpretieren, dass dass die Unterkunftsbereiche der Passagiere der Maria Doria gemeint sind. Tatsächlich ist es allerdings so, ja, dass wir jetzt nicht irgendwie großartig Passagierkabinen zu sehen bekommen. Ich muss jetzt gerade ein bisschen aufpassen, weil ich weiß, dass da ein Schläger kommt. Allerdings können wir den super mit Pistolen erledigen. Wo ist er denn nun? Muss er weg? Wo ist er nun? Ich weiß auch gar nicht, ob der was gehabt hätte. Ja, auf jeden Fall. Er ist wirklich komplett weg, ne? Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich hoffe, er hatte nichts dabei. Ja, also, wir sehen weitere Areale vom Schiff, doch da ist was. Aber jetzt nicht großartig eben Kabinen oder sowas. Wir sehen ein bisschen. Jetzt am Anfang vor allem erstmal Maschinenraum. Das hat also mit Quartieren überhaupt nichts zu tun. Und später kommen wir in, ja, einen kleinen Freizeitaufenthaltsbereich. Ähnlich wie Bereiche, die wir schon hatten. Die aber auch nicht wirklich was mit Quartieren zu tun haben. Deshalb, ich finde den Namen des Levels etwas irreführend. Ich gucke gerade mal, wir kriegen nämlich gleich wieder jemanden auf den Hals gehetzt. Aber ich, ja, ehrlich gesagt, möchte ich jetzt versuchen, noch ein bisschen Munition zu sparen. So wahnsinnig viel haben wir auch nicht. Ich dachte jetzt, da kommt jemand. Na gut, dann nicht. Ich höre jemanden rumlaufen. Der ist allerdings, glaube ich, ein Stückchen weiter oben. Ich hatte ja gesagt, dass das Level jetzt gar nicht so überwältigend ist. Ich muss sagen, also die, ja, da oben ist ein Hebel. Lara guckt extra hin, damit wir ihn auf jeden Fall sehen. Noch kommen wir da allerdings nicht ran. Ja, ich sag mal, die erste Hälfte finde ich so ein bisschen, ja, geht so. Da müsste jetzt, glaube ich, gleich jemand kommen. Oder? Die zweite Hälfte ist dann ein bisschen unterhaltsamer. Okay, da kommt doch keiner. Aber jetzt dann gleich. An sich ist es aber gar nicht mal so verkehrt. Oh ja, okay, alles klar. Ah, okay, das ging jetzt eigentlich ganz gut dafür, dass ich mich ein bisschen angestellt habe. Ich muss jetzt hier gerade kurz aufpassen. Ich glaube, einer kommt noch. Ich weiß nur nicht, wie schnell. Weil wir jetzt hier gleich eine Falle auslösen werden. So. Ich gehe mal ein bisschen auf Abstand. Genau deshalb. Ja, ich würde sagen, das hat doch jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Wir kommen jetzt gleich an eine Stelle, die wird interessant. Weil ich da was gesehen habe. Ich weiß nur nicht, ob ich das ausprobieren möchte. Ich lasse mich ja immer gerne mal inspirieren durch das durch ein Walkthrough-Video. Das habe ich ja schon ganz oft erwähnt. Und ich sollte vielleicht mal sagen, bei wem ich das immer gucke. Jetzt weiß ich bloß den Namen nicht genau auswendig. Irgendwas mit Steven, noch irgendwas und eine Zahl dahinter. Ich werde euch das gerne im nächsten Video mal sagen, weil der hat ein ganz, ganz tolles Walkthrough-Video gemacht. Nicht nur zu diesem Teil, sondern auch zu den anderen. Zumindest zum ersten und zum zweiten. Beim dritten weiß ich jetzt gar nicht. Ja, und da schaue ich mir auch gerne mal ein paar kleinere Tricks ab. Jetzt dachte ich gerade, da steht einer. Jetzt hat er was gemacht, von dem ich nicht sicher bin, ob ich das ausprobieren möchte. Und zwar hier hinter den Flammen. Ich guck
gerade, ob man es irgendwo sieht. Da ist ganz hinten dran ein Hebel und eine Plattform. Und er hat es wirklich gemacht, dass der hier so schräg durchgesprungen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich das trauen soll. Ich werde es jetzt einmal versuchen, aber ich werde jetzt nicht ewig rumprobieren, weil es gibt auch eine normale, einfache Methode, um dahin zu kommen. Zu kommen, ja. So. Der ist hier einmal. Man muss hier natürlich relativ genau den richtigen Punkt erwischen. Ja. Also er ist einmal hier gelandet und dann nochmal drüber gesprungen zu dem Hebel. Also, ja, mag sein, dass das geht, wenn man genau die richtige Absprungstelle erwischt. Aber ich kann das jetzt auch 10-mal probieren. Oder ich kann halt einfach den kürzeren Weg nehmen und den sichereren und mich hier oben entlang hangeln. Und das machen wir jetzt. Ich wollte euch das nur mal gezeigt haben, dass es geht. Ich habe es gesehen. Es ist also nicht nur theoretisch möglich, sondern auch praktisch. Nur nicht bei meinem Spielskill. Ich bin dafür zu blöd. Ist vom Umfang her dieses Level, ja, also kürzer, definitiv kürzer als das Wrack der Maria Doria, was wir in der letzten Folge hatten, oder den letzten Folgen. Es ist auch kürzer als das nächste Level, das uns dann erwartet. Aber vom Umfang her ein bisschen länger als 40 Faden. Wobei 40 Faden an sich ein sehr kurzes Level ist. Nur ich habe lange gebraucht, weil ich mich an diesen Schuttbergen so lange aufgehalten habe. Es ist, glaube ich, von diesem ganzen Maria Doria. Ach so, da habe ich jetzt einfach nur die Flammen wieder ausgeschaltet, damit ich da zurück kann. Von diesem ganzen Maria Doria-Bereich ist das wahrscheinlich das Level, das am wenigsten in Erinnerung bleibt, weil es halt unaufregend ist. Oh, da spratzelt es etwas rum. Allerdings ist es immer noch besser, als so in Erinnerung zu bleiben wie 40 Faden. Das will ja kein Level. So. Ich muss jetzt hier gerade ein bisschen gucken. Ich muss, glaube ich, einfach nur den Hebel ziehen und dann hier runter, ne? Ja, wir haben jetzt diese, ja, Stahlbolzen Plattformen in ihrer Höhe verändert. Jetzt möchte ich. Was ist denn hier eigentlich noch? Kann ich da irgendwo hin? Ach, ja, okay. Alles klar. Da kommen wir, glaube ich, später nochmal entlang. Also wir werden hier nochmal rauskommen. Und irgendwo läuft da immer noch einer rum. Ich glaube, dass der auf der anderen Seite oben in dem Durchgang drin ist. Und dass ich ihn jetzt dann hoffentlich gleich auf sichere Entfernung vielleicht erledigen kann. Wir sind übrigens sehr kurz davor, uns ein Geheimnis unter den Nagel zu reißen. Vielleicht habt ihr es gerade schon gesehen, ganz da hinten rechts. Da wartet ein kleiner grauer Steindrache auf uns. Und da gegenüber, direkt gegenüber von uns in dem Durchgang, da rennt ein Gegner rum, der ab und zu mal auftaucht und der meines Wissens auch schießt. Also wenn es jetzt nur ein Schläger wäre, würde ich mir da gar keine Sorgen machen. Hier muss man ein bisschen aufpassen, auf diesen tieferen Plattformen. Ja, Kolben sind das Ganze eigentlich so ein bisschen. Da muss man im einfachen Sprung landen und man darf jetzt nicht zu dicht an der Kante stehen. Also ich will den schon gerne erwischen, bevor ich da drüben lande. Wobei, wenn er eine Schusswaffe hat, kann ich wahrscheinlich da drüben besser ausweichen. Da ist er. Boah, soll ich jetzt echt warten, bis er wiederkommt? Ich mach das jetzt mal. Weil, ja, ich möchte, wie gesagt, ein bisschen Munition sparen. Und es kann jetzt allerdings auch sein, dass es ewig dauert, bis der wiederkommt. Ich meine mich zu erinnern, dass ich da schon mal richtig lange gewartet habe. Die Kamera fährt jetzt deshalb wieder so rum, weil ich ihn im Visier habe. Also, Lara folgt ihm quasi gedanklich. Und, okay, jetzt, na, er macht wieder kehrt und läuft wieder zurück. Ich lasse es.
Zumindest jetzt für den Moment. Ich hole mir erstmal das Geheimnis. So. Ich glaube, dass es wirklich wichtig war, dass ich jetzt gerade nicht die Hände ausgestreckt habe. Dann hätte, glaube ich, der Sprung nicht ganz gereicht. Und jetzt kann ich direkt rüber auf die Plattform springen und mich festhalten. Und dann soll er eben kommen. Mein Gott, ich werde ihn schon kalt machen. Wo ist er denn? Er ist gar nicht dazu gekommen, auf mich zu schießen. Na, dann war es ja ganz gut, dass wir das jetzt auf diese Art gemacht haben. Diese rostigen Gänge, die sind natürlich immer sehr bedrückend, aber es ist sehr, sehr schön gemacht mit diesem ganzen Verfall des Schiffes. Und es ist ja tatsächlich so, ja, der Rost ist natürlich die eine Geschichte. Ich habe Aufnahmen gesehen, Unterwasseraufnahmen von der Titanic, auch von der Bismarck. Und da gibt es ja das ganz große Problem, dass Bakterienkolonien das Schiff zerfressen. Allerdings, also so wie das jetzt teilweise dann medienwirksam aufbereitet wurde, nach dem Motto, ja, das muss ich gerade mal gucken. Muss ich den schieben oder ziehen? Den muss ich, glaube ich, einmal schieben. Und jetzt muss ich nochmal zurück und den anderen Block wieder zurückziehen, weil ich mir ein bisschen Munition holen möchte. Ja, also es wurde ja dann zum Beispiel oft getitelt, ja, in wenigen Jahren wird die Titanic ganz und gar verschwunden sein. Also Fakt ist, sie wird jetzt nicht ewig da unten liegen. Irgendwann ist tatsächlich von dem Schiff nicht mehr sehr viel da, weil diese Bakterienkolonien das wirklich zerfressen. Allerdings wird es jetzt auch nicht ganz so schnell gehen. Das Schiff liegt seit 100 Jahren da unten. Und es ist immer noch jede Menge davon da. Man kann es immer noch als Schiff erkennen. Und jetzt bin ich gerade irritiert. Hä? Hätte ich da erst noch was anderes machen müssen? Ach, ich hab ihn einmal zu. Ich bin doof. Ich habe ihn einfach einmal zu weit zurückgezogen. Ich weiß auch nicht, ob dieses Problem jedes Schiffswrack betrifft. Wahrscheinlich nicht. Es gibt ja auch sehr viel ältere Wracks, die irgendwo liegen. Aber bei der Titanic ist es eben so. Es ist aber total faszinierend. Hier diese Gewehrmunition wollte ich haben. Deshalb habe ich jetzt hier gerade so einen Aufwand gemacht. Man kann zum Beispiel die Fensterscheiben teilweise noch richtig gut erkennen. Im Speisesaal war das, glaube ich. Diese Buntglasfenster, die sind noch komplett erhalten. Die sind noch nicht mal kaputt. Also das ist unfassbar. Es gibt da eine ganz, ganz tolle Doku von James Cameron, der zur Titanic runter gereist ist und jetzt bin ich gerade am Überlegen, muss ich jetzt diesen Hebel noch mal ziehen oder nicht? Wenn ich jetzt da runter gehe, dann komme ich wieder genau dahin, wo ich hergekommen bin. Ich habe ja die Kolben jetzt in der Größe nicht verändert, oder? Ach, jetzt weiß ich es. Ich muss den einen Hebel ziehen, der oben ist. Und James Cameron hat auch weitere Dokus gemacht, eben zum Beispiel über seine Expedition zu Bismarck, aber auch zum Challenger-Tief. Oder eine Doku, die lautet, die heißt Aliens der Meere. Ja, jetzt, genau. Okay, um zu dem Hebel da drüben zu kommen, hätte ich da drüben noch was machen müssen. Da muss ich jetzt gleich nochmal schauen, das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Irgendwas habe ich da gerade übersehen.
Ja, ein bisschen umgucken wird ja wohl noch erlaubt sein. Gehen wir da einfach noch mal hin. Es gibt mit Sicherheit auch ganz tolle andere Dokus zu diesem Thema. Tiefsee, Schiffe in der Tiefsee, Wracks und so weiter. Ich kenne halt vor allem die von James Cameron. Aber wie gesagt, da gibt es bestimmt auch noch ein paar andere. Ja. Irgendwo da, hier in diesem Bereich, muss noch ein Hebel sein. Und ich habe ihn nicht gezogen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Oder hier ist keiner. Ja, damit mache ich einfach den Weg wieder dicht. Ja, nee, das bringt mir nichts. Ich ziehe den mal wieder zurück, weil falls ich hier nochmal hin muss, dann habe ich das Problem, dass ich mir den Weg verbaut habe. Das möchte ich jetzt eigentlich auch nicht. Oder muss ich... Ach, jetzt ja. Moment. Jetzt habe ich es gecheckt. Ich kenne ja den Hebel im Prinzip. Das ist ja schon der hier. Bloß, wenn ich den jetzt... Nü, ich muss den quasi wieder nach oben drücken. Dann fahren die Kolben wieder in die Ursprungsposition. Und jetzt muss ich aber hier wieder hoch. Damit ich wieder auf dieser Seite rauskomme. Weil wenn ich jetzt unten lang gehen würde, dann kann ich mich da nicht hochziehen. Und das war jetzt gerade die falsche Seite. Genau. Da drüben muss ich lang. Es ist eigentlich überhaupt nicht schwer. Es ist auch sehr logisch. Ich habe jetzt einfach bloß mich wieder so verzettelt in meinem Monolog, dass ich nicht so wirklich über das Spiel nachgedacht habe. So. Sie macht wieder eine willkürliche Rolle. So, genau. Jetzt sind, wie gesagt, die Kolben in einer anderen Position, so wie sie ganz am Anfang waren. Es ist jetzt. Es tut mir leid, ich kann es jetzt gerade ganz schlecht abschätzen. Ich würde sagen, es ist ein normaler Sprung mit Festhalten. Ja, es wäre vielleicht auch mit Anlauf gegangen. Hier gehen wir wieder ein, zwei Schritte zurück. Das mit dem Zurück, das haut irgendwie nicht richtig gerade hin. Da habe ich ja auch immer das Problem, eben, dass er dann Seitwärtssalto macht. Also dieses komplett gerade zurück, das klappt nicht immer so richtig gut. So. Jetzt können wir da drüben zu diesem Hebel. Und ich habe noch keine Ahnung, was der genau macht. Er flutet den Raum. Okay. Das ist der Raum mit den Feuerfallen, in dem wir vorhin schon mal waren. Und in diesem Raum, ich hätte euch das eigentlich zeigen können, da gab es nämlich einen Wandhebel, den man aber nur ziehen kann, eben wenn der Raum geflutet ist. Und das können wir jetzt dann endlich machen. Dann haben wir hier eigentlich diesen rostigen Bereich, glaube ich, schon weitestgehend hinter uns. So, hier ist das Ganze jetzt geflutet. Und es treibt sich hier ein Taucher rum, den ich eigentlich gerne aus dem Weg hätte, aber... Ah. Vielleicht komme ich auch an ihm vorbei. Also das Problem ist halt, ich kann ihn anlocken, dann hier raus.
Genau, er taucht erst auf, sobald ich den Hebel gezogen habe. Ich mache das mal. Ich ziehe mal den Hebel. Dann öffnet sich nämlich gegenüber die Tür. Da kommt jetzt gleich ein Taucher. Aber da mir sowieso langsam die Luft ausgeht, tauche ich lieber nochmal zurück. Aber möglicherweise, wie gesagt, kommt der Taucher erst, wenn ich da schon ein Stück weiter geschwommen bin. Man hat nicht endlos Zeit. Also die Zeit reicht, man kommt ganz gut durch. Aber irgendwo lange aufhalten darf man sich nicht. Ich könnte natürlich jetzt mal die Gelegenheit nutzen, wir haben 60 Schuss mit der Harpune, zu versuchen, diesen Taucher, der da kommt, mit der Harpune zu erledigen. Das Problem ist, dass sie. Genau. Ja. Ihn im Wasser anvisieren muss. In der Zeit nehme ich natürlich Schaden. So, jetzt wäre der Taucher erledigt, aber. Ah, ich kann. Oh, ich kann hier sogar Luft holen. Okay. Diese Stelle hier bringt uns nicht weiter. Diese einfach nur kurz zum Luftschnappen. Das wusste ich gar nicht mehr, dass es die gibt. Ihr habt aber gesehen, nebendran war noch eine Öffnung. Und das ist die, durch die wir durch müssen. Und dazu müssen wir aber erst einen Hebel ziehen, den ich jetzt gerade erstmal kurz finden muss. Ach, okay, ja, ich weiß, wo er ist. Moment. Ich schnapp noch mal kurz Luft und speichere. Da kommt jetzt nämlich gleich eine Stelle, die könnte etwas ungemütlich werden. Diese ganze Taucheraktion hat mich jetzt ein bisschen aus der Orientierung gebracht. Hier kommen wir jetzt gleich zu diesem Hebel. Das Problem ist nur, der wird bewacht. Wir haben hier genau rechts eine Muräne. Die ordentlich Schaden macht. Da hätte ich jetzt ein bisschen weiter rechts schwimmen können. Okay. Habe ich nicht gemacht. Und da, wo der Taucher ist, können wir jetzt rausklettern oder weiter tauchen. Nee, Moment. Da sind wir ja hergekommen. Ach, wie blöd. Okay, dann habe ich mich jetzt gerade vertan. Ich habe doch da eigentlich eine Klappe geöffnet gehabt. Ist da noch mal eine? Wahrscheinlich. Also da, wo der Taucher ist, da sind wir hergekommen. Dann muss es ja hier hinten irgendwo sein. Ja, das ist der Gang, wo wir hergekommen sind. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich war mir jetzt total sicher, dass es hier noch einen Durchgang geben muss. Hier. Schön überwuchert, okay. Ja, meine Energie ist ziemlich unten. Oh. Ja, ich wollte es gerade sagen und ich habe gerade schon einen Schuss abgekriegt. Ich wollte mich gerade heilen. Okay, ist nicht so schlimm. Jetzt weiß ich ja zumindest, was wir zu tun haben. Und das Gute ist, ich habe den Moränenversuch nochmal frei, weil ich das noch nicht abgespeichert hatte. Dann habe ich ja fast die Chance, dass ich da vielleicht ein bisschen heiler rauskomme aus dieser Geschichte. Das hat jetzt gut geklappt. Ich muss jetzt einfach nur schauen, dass ich hier ein bisschen Abstand gewinne.
Ah, nee, hat nicht geklappt. Sie hat mich trotzdem erwischt, okay. Und jetzt direkt nach oben. Ah, da ist die Luke, genau, okay. Gut, dann heilen wir uns eben gleich mal kurz.